Wir strahlen hier gerade so wunderschön dich an und wir haben gerade ein Thema besprochen, was wir heute machen wollen. Du hast es ja schon im Titel gesehen und ja, das geht in eine ganz andere Richtung. Aber vielleicht ist ja genau das die Heilung, die Strahlung, unsere innere Strahlung, wenn wir eben über dieses ganze Leid, über Traumen und auch über Krankheiten mal sprechen. Ich erinnere mich an einen Satz, der hat gesagt, wenn du krank bist, solltest du noch glücklicher sein. Und zuerst denkt man, was soll das denn? Wie soll ich denn glücklich sein, wenn ich krank bin? Naja, wenn du bewusst es schaffst, in die Glücklichkeit zu kommen oder in das Glück zu kommen, wird dein Körper folgen und wieder gesund werden. Das ist die Basis jeder Gesundwerdung. Herzlich willkommen, sei mir herzlich gegrüßt und lieber Boris, einen ganz lieben Gruß in die Schweiz. Schön, dass du da bist. Grüß dich, Andreas, zum heutigen Interview. Ja, Schmerz und Leid und überhaupt, wieso müssen wir das denn überhaupt erfahren hier auf der Erde? Wir haben uns das ausgesucht, wusstest du das? Die Seele hat geguckt, wo kann ich am meisten lernen? Und dann leuchtete die Erde auf. Auf den anderen Planeten geht es auch, aber viel langsamer. Und auf der Erde, das ist halt so ein Planet, wo richtig viel passiert. Kriegen wir ja jeden Tag mit, ne? Aber hier können wir auch am meisten lernen. Das ist einer der Gründe. Und für die weiteren fragen wir doch jetzt mal den Boris und Erzengel Raphael. Warum wir leiden oder wie wir nicht mehr leiden, was wäre eigentlich besser? Ja, genau, das ist eine gute Frage. Ist das, warum leiden wir eigentlich und wieso können wir das nicht beenden? Und wenn ja, wie? Weil letztendlich liegt es an uns. Ja, wir sind eben auf der Erde und die Erde ist einerseits eben zwei polar, also polar. Die Zweiheit besteht hier. Wir identifizieren uns mit der Zweiheit. Wir kommen durch einen Körper ins Erwachen. Und da ist der Schmerz unvermeidbar. Und man muss natürlich unterscheiden. Menschen, die sehr leiden, die auch körperliche sehr starke Leiden oder Schmerzen erleben, für die ist das natürlich unerträglich. Ich kenne einige Fälle, das ist dann wirklich für diese Menschen unerträglich. Die möchten eigentlich nur noch aus dem Körper raus. Und dann gibt es das Leid, das ganz natürlich ist. Das ist das Leid des Loslassens, des Entbindens sozusagen. Da wir ja über den Körper auf die Erde kommen, als Seele, als geistiges Wesen, nehmen wir diesen Schmerz an. Wir akzeptieren, dass wenn wir auf der Erde sind, in dieser polaren Welt, die polaren Kräfte ihren Tribut fordern. Du hast etwas, das ein anderer nicht hat. Das genügt schon. Oder du hast einen Wunsch, der sich nicht erfüllen lässt, du leidest. Du lebst den Wunsch, aber du weißt, von Dauer wird das nicht sein. Es wird der Moment kommen, da werden wir wieder loslassen müssen. Und das geht die ganze Zeit so in unserem Leben. Wir bekommen und wir müssen wieder loslassen. Bis wir erkennen, dass wir nicht von der Erde sind, sondern Geist sind. Die Tiere haben jetzt nicht dieses Bewusstsein. Sie gehen auch mit Schmerz anders um. Wir hadern mit dem Schmerz. Und Schmerz ist nicht nur körperlich zu verstehen, sondern ja auch einerseits emotional und andererseits auch doch tief geistig. Wenn wir etwas entbehren, erzeugt das einen ganz großen Schmerz in uns. Wenn wir Wünsche haben, die sich nicht erfüllen. Und wir gehen durch all diese ganzen Trugschlüsse oder Bindungen oder durch diesen natürlichen menschlichen Prozess so lange hindurch, bis wir loslassen. Schau, die geistige Welt sagt, also Raphael sagt uns oder die aufgestiegenen Meister sagen, lass los. Warum sollen wir loslassen? Ich möchte doch jetzt erstmal hier auf der Erde ankommen, mal hier leben. Und dann sagt die geistige Welt,
Ja, gut. Dann, sie werden uns immer sagen, lass los. Also die Frage, die ich mir selber schon gestellt hatte früher war, muss ich denn über die Erde gehen? Muss ich diese Erfahrungen, welche die Erde anbietet oder das weltliche Geschehen mir anbietet, von geboren werden, sterben, diese Prozesse von bekommen und verlieren, von haben und nicht haben, haben und sein oder niemand sein, müssen wir das alles erfahren? Weil dahinter verbirgt sich ja immer der Schmerz. Und da sagt eben die hohe geistige Welt, lass los. Und hinter dem Loslassen steht die totale Befreiung, die absolute Stille, die Bedürfnislosigkeit. Aber wir sind dazu nicht bereit. Auch wenn die Allerhöchsten sagen, lass los, dann sagen wir, ich würde lieber gerne was anderes hören. Und wenn wir leiden, dann sagen wir, ja Gott, warum leiden wir? Oder Engel, warum leide ich? Es wurde gesagt, lass los. Und wir verstehen nicht. Wir verstehen nicht, worum es wirklich geht. Wir glauben, dass dieser Spielplatz Erde so wichtig ist und wir wollen all das spielen und ausschöpfen, was uns das Weltliche anbietet. Und da sagt die hohe lichte Ebene, schau, du bist ein geistiges Wesen. Welche Erfahrung brauchen wir denn wirklich als geistiges Wesen? Wir brauchen eigentlich nur die Erfahrung, die uns wieder zu unserer Seele, zu unserem göttlichen Sein zurückführt. Und die anderen Erfahrungen brauchen wir gar nicht, weil diese äußeren Erfahrungen nicht über dem seelischen Sein stehen. Wir schließen aber das seelische Sein aus und wir denken, wir müssten Erfahrungen sammeln. Wir müssten so viele Erfahrungen hier sammeln und das alles leben, weil das Leben es anbietet. Und die Menschen reizen das Leben aus. Sie wollen vieles erfahren. Das hat seinen Preis. Ohne Gott im Herzen bewusst zu sein, wird das eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Und schlussendlich werden wir feststellen, wenn wir jetzt alles nur Erdenkliche erfahren haben und gelebt haben, sagen wir, das brauche ich nicht mehr, das habe ich jetzt erfahren. Also eigentlich kommt man zum selben Schluss, dass man das eigentlich gar nicht braucht. Es ist nur etwas in uns, das sagt, das brauche ich. Oder ich sage zu mir, ja, brauche ich das? Und ich sage, ja, das will ich. Aber ich brauche es nicht wirklich, ich will es. Weil wir brauchen eigentlich gar nichts. Und da, glaube ich, liegt ein ganz großer Konflikt in diesem ganzen Thema. Wir glauben, dass das Göttliche uns diese Erfahrungen schickt. Das glaube ich nicht. Das Göttliche sagt nur, ich bin da. Und ich kann sagen, okay, Gott in mir sagt, ich bin da. Bin ich da? Nein, ich bin ganz woanders. Und das wird zu meiner notwendigen Erfahrung, an der ich nicht vorbeikomme, weil ich es so erschaffen habe. Also ich habe die Trennung erschaffen, ich habe meine Suche erschaffen und ich habe meine Not erschaffen. Aber die göttliche liebende Gegenwart, die auch repräsentiert wird durch die hohen Lichtwesen, sagt, du bist vollkommen. Du brauchst das nicht. Und der Konflikt ist der, dass ich es nicht glaube. Ich glaube nicht, dass ich das nicht brauche, weil ich es will. Und das ist das Ego. Das Ego will es. Es sieht die Dinge, die das Leben anbietet oder spürt in seine innere Welt, also in die emotionale Welt und hat das Gefühl, es will es leben. Weil andere leben zum Beispiel Partnerschaft, dann denken alle anderen, die keine Partnerschaft haben, sie müssten auch eine haben. Oder andere haben irgendetwas Äußeres und du fühlst dich schlechter, weil du das nicht hast, was die anderen haben oder du fühlst dich weniger wert. Das ist ja auch Schmerz. Und hast den Konflikt, dass
dein Leben anders sein müsste. Und hier läuft die gesamte Konzentration zu sehr auf das, was man nicht hat, auf das, was man nicht ist, als auf das, was man ist. Und dadurch wird so viel Schmerz in dieser Welt erzeugt und so viel Krankheit, so viel Energie geht verloren. Würde jeder sagen, nee, ich brauche das alles nicht, ich bin mit mir verbunden und ich gehe den Weg mit mir, dann wäre es komplett anders. Dann würden wir feststellen, dass das Leben uns im Überfluss mit allem, was wir wirklich von der Seele her brauchen, wenn wir überhaupt das Wort brauchen, gebrauchen dürfen in diesem Kontext, bekommen. Das Leben wird uns nichts vorenthalten. Das Leben wird uns alles geben. Die Menschen sind, oder wir Menschen, muss mich ja auch mit einschließen, wir sind zu ungeduldig. Ich kenne das auch von mir, dass man manchmal, wenn man etwas entbehrt, dann denkt, ja, man könnte ja doch vielleicht Plan B einsetzen, Plan B zugreifen. Aber nein, wenn man jetzt den Glauben an die liebende Gegenwart gegenwärtig in sich spürt, dann hat man Vertrauen und weiß, auch dass der Moment des Leides, des Entbehrens ein ganz wichtiger ist, nämlich der, dass das, was man nicht bekommt, das Ego sichtbar macht. Wenn du etwas nicht bekommst, dann leidet das Ego. Die größte Schwäche des Egos ist ja die, dass es nicht entbehren kann. Und das Ego erzeugt diese Wünsche und die kommen nicht von der Seele. Und das Ego erzeugt auch das Leid. Und das Göttliche will einfach, dass wir glücklich sind und dass wir die Fülle erkennen. Aber das Göttliche wird nicht laut schreien und sagen, halt, das Ego hat jetzt dir gesagt, du willst das und da kommt jetzt Gott und sagt, nein, lass das, das hat das Ego gesagt, ich sag dir was anderes. Das müssen wir selbst herausfinden. Wenn wir der Stimme des Egos folgen, dann unterliegen wir dieser äußeren Gesetzmäßigkeit von Haben und Nichthaben, von Gewinnen und Verlieren. Dann wird es ein Auf und ein Ab geben. Aber diese Kontinuität, wie du es vorher angesprochen hattest, von dem Glück, oder ich sage mal sogar die Glückseligkeit zu erleben, kommt aus der Bindung an Gott und nicht aus der Bindung an die Welt. Jetzt könnte man natürlich argumentieren und sagen, ja, aber junge Menschen leiden ja schon, die noch nicht mal die Chance hatten, sich Gott zuzuwenden. Das hat mit der Vorgeschichte des Menschen zu tun, mit den Vorleben und den Schicksalen, die der Mensch erfahren muss, um loszulassen. Also die ganzen vielen Inkarnationen, die womöglich sich mehr auf das Äußere konzentriert hatten, die mehr weltlich gelebt wurden, haben schon so viel Schmerz oder Leid und Krankheit erzeugt, dass diese sich irgendwann in einer Existenz dann völlig offenbart. Und dann sagen wir, aber dieser Mensch hat doch niemandem etwas getan, ist aber ganz schwer krank und leidet. Kann ja auch Depressionen haben, sind ja auch große Schmerzen. Und all das ist zurückzuführen auf die alten Geschichten, mit denen wir uns identifizieren. Es müssen nicht immer unsere eigenen Geschichten sein. Es kann auch sein, dass wir Karma von anderen, also von den Ahnen, übernehmen. Das ist natürlich auch möglich. Dann ist das das Leid, das wir im Namen der Liebe tragen. Und das Leid ist auf der Welt, also aus unserer menschlichen Sichtweise heraus, stark überbewertet. Weil wir nicht, das Ego will einfach nicht leiden. Wobei wir doch, wenn wir mal hinschauen, am meisten wachsen, wenn wir leiden. Wenn wir zum Beispiel aus einer Beziehung rausgehen, dann leiden wir. Aber wenn wir aus der Beziehung rausgewachsen sind, dann wollen wir ja eigentlich auch nicht mehr zurück. Wir sind ja ein anderer geworden. Wir haben Illusionen losgelassen. Vielleicht hat man sich selber mehr gefunden. Man ist in einer neuen Kraft. Und dann erzeugt man wieder Wünsche, weil man noch nicht bei sich angekommen ist. Und erschafft sich wieder eine neue Suche nach etwas oder nach jemandem. Und damit auch wieder ein Leid. Also die grundsätzliche Frage ist ja eigentlich die, will ich mich auf
das äußere Leben so einlassen, dass ich mich dadurch ja in ein Leid begebe, also sagen wir auch mal Leidenschaften, die ja aus der Reizwelt stammen, aus der Gefühlswelt, sich ganz stark durch äußere Energien zu nähren oder auch voneinander zu nähren. Oder kann ich sagen, nein, ich weiß, in mir ist die Fülle. Und das bietet uns das Leben an. Es sagt das uns. Auch wenn unsere Eltern es uns nicht gesagt haben, weil sie es ja selber nicht wussten. Aber wenn wir still werden und das üben und anwenden, was uns die hohe Lichtebene anbietet, dann wissen wir, dass es um das Loslassen geht. Und dann stehen wir vor bestimmten Entscheidungen, wo wir feststellen, ja, eigentlich müsste ich loslassen. Und dann werden wir auch auf einmal total ehrlich, weil wir sagen, ja, eigentlich bin ich einfach nicht bereit, loszulassen. Ich habe Angst. So, und dann haben wir schon die Ursache dafür gefunden, warum wir leiden. Und wir werden so lange von der Angst geleitet sein und Leid erleben, bis wir entweder die Nase voll haben oder ein Schicksal uns erreicht oder wir zur Einsicht kommen. Es gibt die verschiedensten Wege und irgendwann stehen wir da und sagen, ich brauche das alles nicht mehr. Und das ist unser Weg als Mensch. Und dann erst wird die Seele frei. Dann ist das Bewusstsein vollkommen vorhanden, um seelische Kräfte zum Ausdruck zu bringen. Um sich auch nicht an Belanglosigkeiten zu binden oder sich mit Belanglosigkeiten aufzuhalten. Also wenn man irgendwas nicht hat, wenn man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt eine Belanglosigkeit, wenn man alleine ist und einsam ist, aber man bewertet dann zum Beispiel die Einsamkeit nicht mehr als ich bin verlassen und niemand will etwas von mir. Das war das, was du vielleicht anfangs gesagt hast, dass man das Leiden auch als Glück ansehen, Entschuldigung, als Glück ansehen kann. Ich glaube, so hast du es gesagt. Und ja, irgendwann sind wir so weit, dass wir sagen, es tut weh und es ist wichtig, dass ich diesen Schmerz jetzt verstehe, ihn annehme und ihn akzeptiere. Ich verstehe ihn als Ablösung von Bindungen, von meiner Neigung an Vergangenes, sagen wir an Weltliches, an Gewohnheiten, meine Neigung an etwas festzuhalten, das ich mir tief in mir gewünscht habe, das aber vielleicht sich gar nicht erfüllt, weil es auch nicht dran ist. Ich muss das akzeptieren. Und so wie ich akzeptiere, was ist und auch das Leid akzeptiere, wird im Grunde Angst und Leid werden hinfällig. Dadurch entsteht die sogenannte Verklärung, nennt man das. Auch eine Art der Läuterung nennt man das. Man geht durch diesen Prozess der Ablösung von Irrtümern, von Illusionen so sehr hindurch, so gründlich hindurch, dass man irgendwann sagt, nein, das brauche ich nicht. Und jetzt wäre ich eigentlich noch froh, ich wäre vielleicht wieder 15 Jahre alt mit diesem, mit dieser Erkenntnis, mit dieser Einsicht und würde von dort aus mein Leben führen. Meistens kommt man erst im Alter dahinter, dass man das alles nicht braucht. Aber die geistige Welt sagt uns das schon sehr früh. Raphael hat mir das schon ganz früh gesagt. Lass alles los. Wenn du alles haben willst, dann musst du alles loslassen. Ja, und das verstehen viele nicht, weil sie nicht gründlich genug in diese Worte hineingehen, weil sie denken, ja, dann alles loslassen, mein Haus loslassen, meine Wohnung loslassen, mein Beruf loslassen, meine Freunde loslassen. Das hat damit nichts zu tun. Es hat erst einmal damit zu tun, dass man innerlich sich nicht abhängig macht und spürt, wie viel man von der Welt will, wie viel man von den Menschen will, wie viel Abhängigkeit zum Beispiel zu seinem Haus oder zu den Dingen, die man hat, bestehen, welche Abhängigkeiten vorherrschen. Die gilt es erst einmal zu erkennen und wovon man sich abhängig macht. Und je mehr wir diese Abhängigkeiten erkennen und sie loslassen, verändert sich unsere Energie. Und dann stellen wir fest, dass das Leben nichts anderes will, als dass wir glücklich sind.
Und vorher sagen wir, warum muss ich das alles erfahren? Warum muss ich leiden? Gibt es dann überhaupt einen Gott, wenn ich so leiden muss oder die ganze Welt so leidet? Warum leidet denn die ganze Welt so? Wenn man die Welt anschaut, dann sieht man, dass die Menschen die Welt wollen. Sie wollen viel mehr das Weltliche als die Liebe. Natürlich ist das kein einfacher Weg, die Liebe zu leben. Das bedeutet ja auch Ungerechtigkeiten standzuhalten. Das bedeutet auch mit sich selbst ins Reine zu kommen. Das ist ein schwierigerer Weg, als einfach von dieser Welt Energie zu beziehen und sich durch sie ja glücklich machen zu wollen. Aber der Preis dafür ist, das sagt die Welt, okay, ich gebe dir etwas, aber dafür gibst du mir auch etwas. Ich mache dich glücklich, aber einerseits weißt du, dass das, was du bekommst, nur die eine Seite der Medaille ist. Auf der anderen Seite steht wieder das Loslassen. Und das ist nun mal so auf dieser Erde. Und das wird sich erst dann ändern, wenn wir in der Liebe sind. Wenn wir ganz in der Liebe Gottes sind, mit uns selbst in der Liebe sind, weil wir dann nichts mehr von der Welt wollen, weil dann all das, was zu uns kommt, auch nie von uns besitzt werden will. Wir wollen nichts mehr besitzen, wir lassen los. Wir werden tatsächlich besitzlos. Aber es heißt nicht, dass wir nichts haben. Man kann trotzdem ein Zuhause haben, aber wir halten nicht mehr daran fest. Wir messen uns nicht mehr mit den Dingen, die wir haben. Wir vergleichen uns nicht mehr. Das fällt alles weg. Und solange das noch nicht, also dieser Prozess oder dieses Erwachen noch nicht stattgefunden hat, ist Schmerz vorprogrammiert. Und das Problem besteht vor allem darin, dass die Menschen mit diesen Schmerzen sterben. Ja, sie haben ein bestimmtes geringeres Bewusstsein durch die Bindungen an entweder Menschen oder Materie oder Vorstellungen, schließen damit das vollkommene Bewusstsein, das innewohnende Sein aus. Mit diesem Bewusstsein sterben sie und dann haben sie eine Vorgeschichte, wenn sie wieder reinkarnieren. Und so geht man so langsam, ja, wenn man nicht wachsam ist, nach unten in der Spirale. Man verdichtet sich, man verliert immer mehr Bewusstsein und dadurch wird auch die werden die Krankheiten immer mehr zunehmen, weil Krankheiten sind das Resultat, das Göttliche abzuweisen. Und, aber es heißt jetzt, ich habe es gerade noch, ja, es heißt nicht, dass ein Mensch, ja, ich höre schon so die Worte der Zuhörer. Es gibt auch Menschen, die eine Krankheit haben, ohne dass sie die selber verursacht haben. Weil sie sie aufnehmen im Namen der Liebe, weil sie an ihr wachsen können, weil sie die einfach annehmen und dadurch einen Prozess in sich auslösen, der muss nicht auf eine eigene persönliche Geschichte zurückgreifen. Und wir übernehmen auch hier und da Karma von anderen Menschen, was auch zu Leid führt. Das ist so umfassend, das Thema Leid, und das kann man nicht einfach so beantworten, sondern das ist im Grunde ein Mysterium. Aber unterm Strich können wir sagen, die liebende Gegenwart Gottes will nicht, dass wir leiden. Die liebende Gegenwart Gottes will, dass wir glücklich sind und bewahrt uns davor, dass wir leiden. Schau mal, wir hatten mal ein Thema angesprochen, da ging es um die Marienerscheinungen. Und da ging es um ein bestimmtes Wort, das Wort Strafgericht. Ja, das kommt aus der Kirche, das hört sich schlimm an. Und wir können das ja nennen, wie wir das wollen. Wir können es Katastrophe nennen. Warum passieren Katastrophen? Sie passieren. Will das Göttliche, dass wir diese Katastrophen erleben, dass wir Leid erleben, dass wir unser Zuhause verlieren? Nein, das Göttliche will, dass wir glücklich sind. Und es will uns vor diesen Schicksalen im Grunde bewahren. Aber wir müssen auch ehrlich sein, wie tief gehen wir in uns? Wie groß ist unsere Liebe zum Göttlichen wirklich? Denn ist die Liebe zu Gott die allerstärkste Kraft,
dann würden wir die Weisungen Gottes, bevor diese Katastrophen eintreffen, wissen. Und wir müssten vieles nicht erfahren. Wir erfahren vieles, weil wir nicht hinhören, weil wir eigentlich nicht zuhören. Und so ehrlich müssen wir sein. Wir wollen ziemlich viel von dieser Welt. Und das ist ein Deal, den man mit dem Leben macht. Man will das Leben und man will auch Gott. Und ich glaube, damit ist diese Frage schon ziemlich gut beantwortet. Und auch wenn man nicht alles versteht oder nicht mit allem einig ist, kann man ja mal sich selbst die Frage stellen, bin ich in der Liebe und im Einklang mit dem Leben? Und was bin ich bereit dafür zu geben, noch mehr im Einklang mit dem Leben zu sein? Und es ist, glaube ich, dann jedem klar, dass man einen Deal mit dem Leben macht. Ja, und dieser Deal, den kannst du wunderbar selbst in die Hand nehmen, weil Boris hat das ja vorhin schon angedeutet so schön, dieses Loslassen. Aber das ist gleichzeitig auch die größte Herausforderung. Was bedeutet Loslassen überhaupt? Fangen wir einfach mal an mit bestimmten Gedanken oder Ereignissen. Ja, loslassen, dann sind sie nicht weg. Das heißt, du hast deinen Frieden damit geschlossen. Dass die noch in deinen Gedanken sind, dass du das noch weißt, klar, das geht nicht weg, das ist einfach da. Aber dadurch, dass du deinen Frieden damit geschlossen hast, tangiert es dich nicht mehr so sehr. Bis hin, dass es dich gar nicht mehr tangiert. Und denkst daran, ja, aber ich habe ja meinen Frieden damit geschlossen, weil ich weiß, es sollte so sein, zum Beispiel. Oder nehmen wir mal das Materielle. Ich bin auch gerade dabei, ganz viel loszulassen. Das heißt, ich gehe ganz deutlich durch, was brauche ich nicht mehr. Ich verkaufe es, ich verschenke es und das mache ich von Herzen her, weil ich genau weiß, wenn das dran ist, dass ich das wirklich nochmal brauchen sollte, wird es wieder zu mir kommen. Oder ich finde eine andere Lösung. Egal, was es ist. Ich stelle mir vor, wenn zum Beispiel es ist plötzlich alles weg, ich habe nur noch eine Kamera. Naja. Hauptsache, ich habe noch den YouTube-Zugang. Mit der Kamera mache ich dann weiter die Videos und kann sie hochladen. Mehr brauche ich nicht. Bin natürlich froh, wenn ich mehr habe, brauche ich nicht so viel aufzubauen. Das ist ganz klar. Aber ich habe meinen Frieden damit geschlossen. Wenn ich sie nicht hätte, ich finde eine andere Lösung. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Boris, jetzt du nochmal. Was sagst du? Kannst sie mir geben, deine Kamera? Ich nehme sie dir ab. Du hast doch so eine gute auch. Du nutzt sie ja gar nicht. Das ist ja der Punkt. Genau. Aber das, was du sagst, ist ja das, was du wählst. Aber die eigentliche Herausforderung liegt ja dann darin, dass das Leben uns oft nicht vor die Wahl stellt. Uns einfach etwas nimmt, zu dem wir nicht bereit sind. Das abzugeben, ne? Ja. Ja, und daher sagt ja Raphael, sei vorbereitet. Immer vorbereitet sein, denn wir wissen nie, wie Gott kommt. Ja, das ist wahrscheinlich das Beste, dass man tatsächlich sich mal vorstellt, das ist jetzt alles weg. Ich habe mir auch mal so vorgestellt, es gibt ja dieses schöne Buch, Sorge, dich nicht lebe, von Dale Carnegie. Und er hat auch so ein Beispiel da drin, wenn man unter der Brücke lebt. Und habe ich mir auch vorgestellt, ja okay, stellen wir uns mal wirklich vor, es ist was passiert, ich bin unter der Brücke. So, dann habe ich überlegt, was bin ich denn, was kann ich denn? Und wo bin ich, in welchem Land lebe ich? Und da ist mir ganz schnell eingefallen, dass es ganz viele Sachen gibt, die mir jetzt helfen. Als erstes besorge ich mir mein Fahrrad, damit ich mich bewegen kann. Dann fahre ich zum, es gibt's ja, Sozialamt und sage, Leute, mir stehen 10 Euro am Tag zu und eine Wohnung. Ja, will ich jetzt mal bitte bekommen. Ich habe lange, jahrelang eingezahlt, jetzt darf ich mal davon profitieren. Ja, und schon habe ich wieder ein Dach über dem Kopf. Oder ich gehe ins Obdachlosenheim, habe ich ein Dach über dem Kopf. Kann ich ja selber wählen. Und dann fange ich an, von einer Straße zur anderen zu gehen und sage, Leute, habt ihr einen Job für mich? Und ich wette mit euch, ein paar Straßen braucht's vielleicht, aber dann habe ich einen Job. Und so weiter und so weiter. Also, wenn man das einfach mal macht, dieses Was-wäre-wenn-Spiel. Ja, ich bin unter der Brücke, bumm, und jetzt, was mache ich? Ja, und los geht's. Mach dieses Gedankenspiel mal und fühle das mal. Das ist das Entscheidende. Wenn du das mal richtig durchfühlst, dann wirst du sehen, dass das andere schön ist, dass es da ist. Aber wenn es weg ist, naja, dann ist das eben so. Neue Herausforderung, neuer Weg, neues Thema. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft dabei. Denn das ist ein spannender Weg. Genau deswegen sind wir hier alle inkarniert. Übrigens,
Ich freue mich, wenn du bei YouTube eine Mitgliedschaft abschließt. Da hast du nämlich die Chance, ab Mitgliedschaftsstufe 2 die Videos, wenn ich sie fertig habe, ab da sofort schon sehen zu können. Und du brauchst nicht zu warten, bis es dann endlich veröffentlicht wird, weil sie dann erst dran sind. Nur mal so, by the way. Und bedanken möchte ich mich ganz herzlich für deine liebe Spende. Und zwar egal, auf welchem Weg du sie mir hast zukommen lassen. Danke dafür. Hey, und wir danken jetzt Boris, dass wir das gemacht haben und unserem lieben Erzengel Raphael. Schön, dass das geklappt hat, lieber Boris. Und der Boris aus der Schweiz, ich hier aus dem Norden, wir senden dir wieder von ganzem Herzen alles Liebe.